Willkommen zurück zur 30. Folge des Let's Play Civilization 3. Und gleich zu Anfang muss ich erstmal sagen, dass mir beim letzten Mal ein kleines Missgeschick passiert ist. Und zwar habe ich diese Folge eigentlich schon einmal aufgenommen. Allerdings in der letzten Folge, also in der ersten Aufnahme, die leider nicht gespeichert werden konnte, ein paar Sachen schiefgelaufen, so dass ich jetzt diese Aufnahme nochmal von vorne starten kann. Ja, da ich die aber keine Muße habe, die Aufnahme nochmal komplett von vorne zu starten, wollte ich mal gucken, ob ich vielleicht ein älteres Save-Game nehme, was ich starte. Es wird ja hier immer noch im Zweierrhythmen das Jahr gespeichert, so dass für euch ein bisschen was übersprungen ist. Im Vergleich zur letzten Folge aber zumindest nichts Wichtiges verloren gegangen ist. Ich versuche es jetzt mal hier mit 1810 und schau mal da rein. Und dann kann ich auch gleich sagen, ob das ein spielbares Level ist, wo ich weitermachen kann. Oder ob das schon zu weit in der Zukunft ist. Ja, das ist schon etwas zu weit in der Zukunft. Schau mal nochmal bei 1806. Ja, wenn das zu früh sein sollte, dann ist das Pech. Dann. Nein, das ist nicht zu früh. Okay, dann spielen wir hier mal 1806 weiter. Ich glaube, bei der letzten Folge war es so, dass ich am Ende ganz viele Bibliotheken, nicht Bibliotheken, sondern Gerichte gebaut habe hier in den neuen englischen Siedlungen. Die sind jetzt inzwischen alle fertig und ich baue jetzt überall Bibliotheken. Das sieht man hier auch schön. Deswegen auch gerade der Versprecher. Hier baut es noch eine Infanterie. Das nicht, muss nicht unbedingt sein. Das werde ich gleich mal ändern in ein Gerichtsgebäude. Ja, und ansonsten ist jetzt hier inzwischen auch die letzte französische Stadt eingenommen und etliche englische Städte sind hier auch schon eingenommen. Und die Franzosen hatten sich hier nach Süden gerettet und New Paris und New Lyon, nicht New Orleans, sondern New Lyon, gegründet und auch New Paris habe ich schon eingenommen, wie man hier sieht. Und jetzt möchte ich mal hier weiterspielen. Ich bin im letzten Let's Play schon so weit gekommen, dass ich London eingenommen habe. Mal schauen, ob wir jetzt in diesem Let's Play nochmal so weit kommen oder ob uns die Engländer dann den Riegel vorschieben. Gut, werden wir sehen. Wir sind hier gerade in der Phase, wo ich kein Öl habe. Und wo in der nächsten Runde Panzer, die Konstruktion von Panzern ermöglicht wird. Ja, ohne Öl keine Panzer. Deswegen stehe ich hier auch gerade relativ tatenfreudig vor Oxford und will mir diese Stadt holen, die ja über Ölvorräte verfügt. Es ist so, dass meine Ölquelle, die ich irgendwo hatte, ich weiß nicht bei welcher Stadt die war, die ist versiegt und dann ist natürlich das Öl verbraucht. Andererseits geht es hier, genau, hier bei Kohlegrube, den netten Namen, dem ich den Ort gegeben habe, ging es voran. Hier habe ich bereits eine Bibliothek gebaut und ich komme jetzt hier auch an die Kohle dran. Und wenn meine Arbeiter hier fleißig sind und da eine Straße hinbauen, dann kann es auch losgehen und dann habe ich auch die Möglichkeit, eben endlich Kohle als strategische Ressource hinzuzufügen. Gut, dann wollen wir mal an der Stelle weitermachen. Und weiter die englischen Städte angreifen. So, die sollen natürlich hier alle rüberkommen als unterstützende Einheiten. Thank you.
Mit ein bisschen Glück, was ich leider nicht habe, hätte ich die Stadt eingenommen. Ja, nee, da ist noch ein Bogenschütze drin. Also vielleicht in der nächsten Runde. Ich trinke hier gerade noch ein bisschen Milch. Muss ich auch das Schwarze jetzt noch aufdecken, obwohl ich das jetzt eigentlich schon fertig hatte im letzten Let's Play, wo die Aufnahme leider gescheitert ist. Also zumindest hier, das hier oben, das der Bereich war quasi fast fertig und der hier unten war schon fertig, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich hätte im letzten Let's Play damit begonnen, die Produktion von Kavallerie auf Fabriken umzustellen. Weil ich auch in der letzten Runde die Möglichkeit bekommen habe, Wasserkraftwerke zu bauen, welche mir ja die Fabriken ohne Verschmutzung upgraden können. Und damit die Wasserkraftwerke auch schnell in jeder Stadt vorhanden sind, habe ich angefangen, in Hamburg diesen Hoover Dam zu bauen. Der Hoover Dam ist ein Weltwunder und dieses Weltwunder bringt quasi den Effekt der Wasserkraftwerke in jede Stadt. Grandios verkackt. Auch grandios verkackt. Diese Einheit aber nicht. Ja, und hier hatte ich auch eine Stadt schon gebaut. Die baue ich jetzt ein weiteres Mal. Ich glaube, ja, hier störe ich halt so ein bisschen die Stadt Straßburg, aber es geht eigentlich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich sie genannt habe. Ich glaube, Hameln. Genau, das ist noch übrig. Hier bauen wir natürlich auch gleich erstmal ein Courthouse. Also ein Gerichtsgebäude. Und hier haben sich die Römer schon rangekämpft, stören mich jetzt aber mit ihrer Siedlung da nicht direkt. Das alte Problem nach rechts scrollen. Ja, die Boote, die sind jetzt quasi übrig. Die können hier unten ein bisschen aufklären. Das Boot auch. Ach so, ich glaube, das hatte ich. Naja, ich schicke das einfach auch hier hin. Dann können sie da sich das teilen, die Aufklärung. Und diese Arbeiter kann ich automatisieren. Hier sieht man, dass ich in Baden-Baden auch die Reichweite, den kulturellen Radius vergrößert habe.
Und jetzt ist der Panzer fertig. Jetzt kann ich Panzer bauen. Und werde mal schauen, was ich als nächstes forsche. Ich werde versuchen, jetzt dieses Zeitalter zu beenden, um dann in die moderne Zeit zu kommen. In ein paar Städten Unruhen ausgebrochen. Coventry, Marseille, Paris, glaube ich. Und noch in Gelsenkirchen. Ja, hat sogar getroffen und zwar nicht schlecht. Stadt eingenommen. Das Übliche. Man kennt das schon. Ja, und hier setze ich das auch mit den Fabriken fort. Und schickt die bereits gebauten Einheiten natürlich in das Kampfgebiet hoch. Die Russen haben übrigens wieder mit mir Frieden geschlossen. Eine gute Idee von ihnen. So dass ich sie jetzt hier in ihrer letzten verbliebenen Stadt nicht angreifen werde. Also ich hatte ja hier Grozny beim letzten Mal auch noch nicht erobert. Die Stadt habe ich jetzt hier erobert. Und die Russen haben inzwischen eine neue Stadt hier, Maikop, gebaut. Weiß ich nicht, ob man das so ausspricht. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und haben dann mit mir Frieden geschlossen. Worauf ich natürlich auch sehr gerne eingegangen bin. Denn ich bin ja hier kein böser Mensch und möchte alles Gegnerische vernichten. Nein, 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 so bin ich ja gar nicht drauf. Trinke ich immer genüsslich meine Milch weiter, während sich die Einheiten hier bewegen. Viel Bewegung und sonst nichts weiter. Okay, den kann ich jetzt weiter vorschicken. Hier ist noch eine Verteidigungseinheit angekommen. Kann ich noch mal eine Verteidigungseinheit freimachen, um hier zum Beispiel in Kohlegrube eine Verteidigungseinheit hinzuschicken und den und dann im Gegenzug die Kavallerie rauszuholen. Du kommst hier auch nach Oxford. Machen wir mal hier diese französische Stadt angreifen. Ein sehr kräftiger Spearman, würde ich sagen.
Und jetzt habe ich auch Oxford erobert und damit wieder eine Ölquelle. Das ist sehr gut. Kann ich doch direkt einen Panzer bauen. Das will ich aber gar nicht, sondern ein Courthouse, so wie immer. Und die Einheiten muss ich jetzt erstmal hier irgendwie rausschicken. Aus der Gefahrenregion. Noch nicht an der Reihe. Ja, beim letzten Mal hat mein... Nee, ich glaube, der ist auch gestorben. Ja, der ist auch gestorben. Husum braucht kein Battleship produzieren, da gibt es noch genügend anderes zu tun. Hier sind auch die Verteidigungseinheiten angekommen inzwischen, sodass ich da Kavallerie habe. In meiner zweiten Hauptstadt hier, Potsdam und in Mainz. So, jetzt sind wir mal gespannt. Courthouse. Ja, wir haben die Franzosen zerstört. Jetzt können wir hier mal gucken. Jetzt fehlt uns hier ein Gegner. Die Franzosen sind jetzt tatsächlich ausgelöscht quasi. Und kommen auch nicht mehr nach. Die wollten ja leider keinen Frieden mit mir. Mit den Engländern habe ich noch Krieg. Mit allen anderen habe ich Frieden. Die Russen sind erfahrungsgemäß sauer auf mich, was ich denen auch nicht verübeln kann. Die mussten ja schon von Anfang an unter mir leiden. Die Engländer und Franzosen haben mich ja angegriffen. Sie haben mir den Krieg erklärt. Ja, warum die Engländer, also die Amerikaner und die Römer so sauer auf mich sind, ist mir sehr schleierhaft. Ja. Mit etwas Glück schafft er das. Und die andere Einheit kann sich in diesem Ort regenerieren. Ja, das klappt auch. Das war Murks. So, damit habe ich jetzt nur noch einen Kriegsgegner und das sind die Engländer. Die Russen haben ja, wie gesagt, mit mir Frieden geschlossen. Und die Franzosen habe ich eben ausgelöscht. Mehr oder weniger ungewollt. Ich hätte sie auch gerne
am Leben gelassen, aber sie haben mir nicht die Möglichkeit gegeben, Frieden zu schließen. Ich ihn auch nicht, klar. Wieder eine Kavallerie frei, das ist doch sehr gut. So, Minsk, Odessa und Königsberg. Oder Konigsberg. Und dann hier in den russischen Städten. Im Übrigen. Nee, das ist es ja gar nicht. Minsk. Doch, war richtig. Wollte ich hier mal die Produktion wegnehmen, sodass Vladivostok da noch ein Schild mehr generieren kann? Genau. Und hier werde ich jetzt auch vorerst noch erstmal einen Hafen bauen. Da kann ich auch ruhig noch mal einen Lebenspunkt investieren. Oder auch die ein oder anderen Lebenspunkte mehr. Städte hier sind alle ziemlich weit ab vom Schuss. So dass dort leider viel Korruption herrscht. Halbwegs viel. So, jetzt muss ich erstmal niesen. Jetzt habe ich auch Readings eingenommen. Oder Reading. Und auch hier werde ich keinen Panzer bauen. Auch wenn es schön wäre, mit einem Panzer durch die Gegend zu fahren und damit so Rittereinheiten, was die da als Verteidigungseinheiten haben, einzugreifen.
Das sieht ja natürlich witzig aus. Wieder viel Bewegung. Ich bin ein bisschen im Rückstand mit den Civilization Let's Plays. Produziere relativ tagesaktuell. Morgen wird die 29. Folge online gehen. Und übermorgen wird dann diese Folge online gehen. Zumindest, wenn jetzt mit der Aufnahme nichts schief geht, was ich ja sehr hoffe. Und ich habe, was man gerade kurz sehen konnte, hier ein Schiff am Fahren, was mir Siedler und Verteidigungseinheiten in diesen Bereich bringt, wo eben noch freie Kapazitäten sind, wo noch Städte gebaut werden können. Und das will ich auch, die Gelegenheit will ich auch nutzen, solange es noch geht. Und das ist ja hier auch ein ziemlich fruchtbares, gutes Land. Bei mir müsste ich hier mitten im Dschungel bauen, beziehungsweise das erstmal alles wegholzen. Oder aber hier in der Wüste, aber da will man ja auch irgendwie nicht bauen, wo ich das hier zum Teil schon getan habe, aber direkt an der Oase dran, was ja auch okay ist. Ja, und jetzt können wir auch direkt losmachen, den Angriff auf London starten. In der nächsten Runde sind dann die Einheiten dran und können quasi loslegen mit dem Angriff. Muss ich hier mal ein bisschen gucken, wie es aussieht. Es sind bestimmt noch ein paar Kavallerien irgendwo ungenutzt, die in irgendwelchen Städten rumstehen. Nicht mal wieder automatisieren.